Danke, die genaue Optik gehabt. Gut, dass du uns... Ja, so. Wenn du verletzt bist, werde... Ja, das haben wir auch schon ausgetestet gehabt. So, jetzt weg. Bloß weg. Schnell, ganz weg von ihm. So. Nefarius. Kann schon sein. Hier hatten wir doch noch einen. Irgendwas Defeisters oder so. Nefarius. Das ist Nefarius. So. Mix hier. Hat der irgendwas jetzt doch für uns? Magie zu Ehren. Ende. Lass mich mal durch. Wo willst du hin? Du stehst am Buchständer und laberst uns zu von denen. Ach. Okay. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Gorn und hoffen mal... Obwohl, da werden wir erstmal eine Aufnahmepause machen. Und das kann der Zukunftsmetas übernehmen, die freie Mine frei zu kämpfen. Wir haben heute schon genug erledigt. Wir als Weltretter, ne? Gut. So. Dann speichern wir mal gleich. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Und zwar genau hier werden wir mal abspeichern. Dann bedanke ich mich schon mal wieder dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und somit, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschalten würdet. Also dann, bis dahin. Tschüss. Hallöchen Leute, da sind wir zurück in Gothic. Wir sind jetzt gerade drauf und dran, als Söhner die, ja, die freie Mine zurückzuschlagen. Fragen wir mal Gorn, was der hier davon hält. Du kommst gerade richtig. Oh, ja. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Okay, eine Rückeroberung mit 4 Mann. Okay. Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Okay. Warum gerade ich? Der ist schon... Okay. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Ah, da hat er recht. Okay. Okay, der erste Schritt, was wird denn der zweite sein? Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Okay, warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine. Lass uns den ungebetenen Gästen... Okay. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Aha, okay, geile Sache. Auf in den Kampf! So. Okay, quatschen wir mal mit den Leutchen. Ach hier, das ist Kort mit seinem Trainingscrew. Sei gegrüßt. Sei du auch gegrüßt. Okay, Ende. Gut. Was ist los, Gorn? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Na, okay, dann werde ich ihn besser nochmal aufsuchen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. So, okay, dann schauen wir mal, was Wolf möchte. Ich glaube, das ist genau der Moment, weswegen ich immer schon dorthin gerannt bin und eigentlich schon mal versucht habe, mit ihm diese Gesprächsoption zu erwirken. Aber ich wusste nicht, dass man jetzt hier schon so weit fortgeschritten sein muss in dem Spielverlauf, bevor er mit einem redet. Naja, ist nicht unser Problem. Umso besser, dass man dann nochmal darauf hingewiesen wird. Ich dachte, das ist eher so ein verstecktes Gimmick. Erstmal abwarten. Okay. Und zwar, ich kann das jetzt... Obwohl, nee, ich spoilere jetzt nicht. Wir werden es ja gleich aus seinem Munde hören, was er plant. Wolf! Was geht ab? Wolf! So, Gorn sagte... Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Okay, ja, und Moment, ich gucke jetzt noch mal, was... Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Fett. Boah, hier, 8.896 Erzklümpchen hat er bei sich umzuliegen.
klar, dass das... Geile Scheiße. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. So, also hier könnten wir, wenn wir wirklich noch Erz bräuchten, könnten wir das bei ihm mit... das kann schon sein. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Okay. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Okay. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Ach, schon. Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. So, hat er ja noch was. Der hat ja hier Haufen Zeug. Und diese Information gibt es mir für... Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... ach, lassen wir das. Er wird sehr schnell sehr reich. Okay, gut. Aber das wollte er jetzt uns nicht so auf die Nase binden. Naja, okay, können wir auch verstehen. Ich gucke jetzt bloß nochmal hier Kronos. Alter Zeitreisender. Ich halte mich da lieber raus. Kann ich da mal vorbei? Magie zu Ehren. So, dann fragen wir mal. Ich möchte Schriften... Ob man noch hier ein bisschen was uns verkaufen kann. Ach, der hatte ja bloß Feuersturm. Ja, okay. Ich habe bloß mal geguckt, weil wir ja jetzt den Kreis 1 der Magie beschritten haben, ob wir da nicht vielleicht noch ein bisschen was anderes können. Okay, wir haben ja auch noch nur 0 Lernpunkte über. Ist nicht gerade viel. Okay, gut. Aber zumindest haben wir jetzt gelernt, für umsonst Platten zu nehmen. Minecrawler-Platten. Und dann sind wir mal gespannt, was uns Wolf für eine schicke kleine Rüstung zusammenzimmern wird. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt endlich losgeht. Auf, auf! So, ich hoffe mal, dass die nicht unkontrolliert uns hinterherlaufen, sondern dass wir das alles ganz gechillt auf eigenen... ja, ganz gechillt die Leute besiegen können nach und nach, ohne dass jetzt die anderen reinstürmen und dann übel Verwirrung stiften. So, mir ist nämlich wichtig, dass wir dann wirklich die Kämpfe hautnah miterleben und nicht, dass uns hier die NPCs den ganzen Spaß entreißen. Okay. Das ist schon mal scheiße. Da sind ja wieder meine Lieblingsviecher. So. Aber das schien jetzt so recht gut zu laufen, ne? Ohne einmal getroffen zu werden. So. Holen wir uns auch gleich die Krallen. So, jetzt speichere ich gleich nochmal ab. So. Und weiter geht's. Braveheart-Style. Heute. So, einmal kurz getroffen, aber das ist verkraftbar. Wir sind Wassermagier, notfalls heilen wir uns noch mal ein bisschen. Moment, haben wir die Heilrune? Was haben wir jetzt an Runen überhaupt? Okay, die Teleporterrune, die können wir eigentlich erstmal wegmachen. Licht hatte ich mir gekauft gehabt. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Gut, ich schätze, jetzt geht's hier gleich los. Die will auch hier einen Außenposten angehen. Hier stand doch sonst immer gleich einer. Oh, wie clever. Hier mitten am Eingang keinen hinzustellen. Okay. Gut. Es
ja schon mal geil, dass die Leute noch nicht mal looten. Ah, überall da, wo die Wachen gestanden haben, da liegen sie jetzt auch. Aber zumindest haben die immer schön dicke Heiltränke dabei. Okay, mehr oder weniger dick. So. Jetzt können wir ja auch mal hier in die Häuser reingucken. Ne? Okay, links, links, rechts, rechts. Ah. Was für eine leere Truhe. Für eine leere Truhe habe ich jetzt einen Dietrich verschwendet. Links. Okay, gar nichts. Ey, die haben wirklich die ganzen Truhen geplündert, oder? Ich habe es nämlich nicht gemacht. Rechts, rechts, rechts. Eine Weintraube. Ich möchte jetzt hier auch nicht so viel Zeit damit verbringen, die ganze Zeit die Truhen auszuräumen. Es reicht ja schon, wenn wir hier die getöteten Söhne ausräumen. So. Denn ich gehe jetzt einfach mal Felsen... Okay. Was ist hier los? Der mit seiner riesengroßen geilen Axt. Geil. So, okay, ja. Das ist nicht so krass. Ich gehe nämlich jetzt wirklich einfach davon aus, dass die überhaupt gar nicht wirklich bestückt wurden von den einzelnen Programmierern, welche sich hier für die Items zuständig waren. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ihr könnt mich eines Besseren belehren, aber ich möchte jetzt auch nicht so viel Zeit damit investieren, hier die Truhen alle aufzuknacken und immer nichts zu sehen. Das fände ich ein bisschen schade. So, und jetzt werden wir auch gleich, weil ich das so spektakulär fand, was wir gerade von Oakley bekommen haben, werden wir das auch gleich mal anlegen. Oh ja, yeah. Jetzt gehen wir von 71 Schaden auf ganze 96 mehr, also nicht 96 mehr, sondern das sind dann 23, genau 23 mehr. Geile Sache. Okay. Aber das ist eine echt eine unschöne Handschrift hier. Die Leute einfach so abzumurksen. Ah, nein, nicht. Nicht an den Klumpen rangehen. Wow, wow. Oh, da vorne stehen sie ja schon. So. Und hier noch. Oh, ich bin schon so froh, wenn wir Gomez endlich in den Arsch treten können. Oh, den werden wir vier teilen. Für das ganze Blut, was er hier vergossen hat. Und wir müssen auch noch die Feuermagier rächen. Das dürfen wir nicht vergessen. Gut. So, jetzt haben wir es aber. Speichern wir gleich nochmal. Okay, ich dachte, dieser Kampf hier wird gleich epischer. Aber den hatte ich noch. Jo, den hatte ich. Gut. Aber ich glaube, dafür werde ich jetzt hier unten umso mehr Spaß haben. Weil da ja eine, ich glaube, 3-Mann-Gruppe. 3 oder 4 Männer stehen da. Okay, und sind auch noch einige Leichen. Gut, gleich nochmal speichern. Das wird jetzt erst wieder ein unschönes Gespräch, oder? Sieh mal einer an. Der Typ aus dem neuen Lager, der uns schon so viel Ärger gemacht hat. Ach. Wenn du damals schlauer gewesen wärst, würdest du heute zu uns, den Siegern, gehören. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Wow, wow, wow. Scheiße. Ach du Kacke. Das war jetzt echt ungeplant. Denn der hatte eine zu schnelle Schlagfolge und ich
konnte gerade leider nicht wirklich darauf reagieren.